darin enthaltene Giftstoffe durch die fehlende Blut-Hirn-Schranke direkt ins Gehirn kommen und dort unwiederbringliche Schäden verursachen. Aber das ist euch ja scheißegal! Was manchen Leuten auch scheißegal ist, ist, dass wir, es ist ein anderes schwieriges Thema. Wir machen hier eigene Songs jetzt gerade hier. Das eine war ein eigener Song, Gänseblümchen, Verteidiger, Gute Tat im Stern, eigene Songs. Aber wir spielen ja auch Songs nach und da müssen wir immer um Genehmigung fragen, wenn wir einen Text verändern wollen und so. Und oft wird uns diese Genehmigung verwehrt, obwohl wir doch gar nichts Böses machen. Wir machen doch, machen wir was Böses? Ist ja nicht so, dass uns keine bösen Witze einfallen würden. Wir hätten schon böse Ideen, aber die machen wir doch schon freiwillig nicht. Also sowas wie Guantanamo, ich bin in Guantanamo. Sowas würden wir doch schon von selber nicht machen. Niemals, niemals. Wir würden auch niemals eine unheilige Hymne der Zahnärzte schreiben, die dann ungefähr so klingt. Wir müssen bohren, um zu leben. Deine Schmerzen heilt die Zeit. Mich niemals zu vergessen, ist, was die Krankenkasse schreit. Wir würden auch niemals Peter Maffay parodieren und singen. Ich war 16 und sie war 94 und sie war Oma. Wir würden auch niemals Oasis verarschen und dann singen. Wer schafft's, deiner Brust zu helfen gegen die Schwerkraft? Es ist doch klar, es ist der Wonderbra. Niemals, nein! Oder Xavier Naidoo. Und wenn mein Glied deine Lippen verlässt. Würden wir niemals machen. Aber warum ist der nächste Song verboten worden, das werde ich nie verstehen. Wir haben den verbotenerweise vor 4-5 Jahren schon mal live gespielt. Seitdem hagelt's Briefbomben und E-Mails und Tattoos. Wir wollen dieses Lied auf CD hören. Wir können das Lied nicht auf CD veröffentlichen. Wir dürfen es nicht. Es ist verboten. Aber wir dürfen es live spielen. Wollt ihr es hören? Ja! Das ist ein verbotenes Lied für euch. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Jetzt will ich doch einen guten Abend. Sonst wirst du verklagt. Danke für diesen guten Morgen. Danke für den tollen Sex. Danke für unser Weihnachtsgeld und vielen Geschenk. Danke für deine schönen Mädels. Danke, du machst mich wirklich froh. Danke, du bist ein guter tut mein Schädel weh. Scheiße, ich wachte auf mit meinem Kopf tief im WC. Danke. Yeah.
Feedback. Ich würde es mal kurz von hier hinten fragen. Haben wir zufällig ein paar wenige Fans von Rammstein heute Abend hier? Ja! Haben wir Rammstein-Fans heute Abend hier? Ja! Wir würden nämlich gern, wir sind hier enge Freunde der Band Rammstein. Wir machen immer gemeinsam Urlaub und backen gemeinsam Weihnachtsplätzchen. Und die haben einen Song, mit dem sind sie international erfolgreich geworden. Das war der erste internationale Erfolg. Aber sie können den heute live nicht mehr spielen, weil sie die weiße Gitarre nicht mehr finden. Dann haben wir gesagt, ach komm, Rammsteinis, das können wir für euch übernehmen. Wir sind da nicht so. Und deswegen im Kundenauftrag von Rammstein spielen wir für euch den ersten Song, mit dem Rammstein international Erfolg hatten. Hier, bitteschön, für euch exklusiv in Lüneburg-Scharmbeck. Die haben uns gebeten, noch ein Lied zu spielen. Ja, das ist nicht du. Du kannst. Du kannst mich. Du kannst mich am Arsch. Das ist es nicht. Nee. Wir haben nämlich noch einen Song, den wollten wir auch schon auf der Headbang Boing veröffentlichen. Ist uns nicht genehmigt worden, schon wieder. Da können aber Rammstein nichts dafür, sondern die beiden Menschen aus Dänemark, die den Originalsong geschrieben haben, die wollten mit Rammstein nicht in Verbindung gebracht werden. Deswegen ist der Song verboten und auch illegal. Ich finde es aber gar nicht so schlecht. Ist doch eigentlich cool, dass wir im Konzert nicht nur das runterspielen, was ihr auf CD eh schon kennt, sondern dass ihr live auch ein bisschen was anderes hören könnt. Deswegen würde ich gerne noch einen verbotenen. Wollt ihr noch einen verbotenen Song hören? Hier ist für euch der illegale Rammstein Reggae.
mach mal langsam, take it easy. Rammstein, Rammstein Reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Hier ist ein Stück, das heißt M.E.